Eine Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute ist schon der 4. Dezember und ich bin schon ganz gespannt auf die nächste Geschichte, die uns Sandra Nenninger heute vorliest. Hallo Sandra, wie geht's dir? Hallo Emilia, mir geht's gut. Ich freue mich auf Weihnachten. Ja, ich auch. Also, das ist ja dieses Jahr so schön. Jeden Tag hören wir von dir eine Geschichte. Man kommt schon richtig in Weihnachtsstimmung. Geht mir genauso. Und ich fiebere dem 24. Dezember entgegen. Aber heute ist erst der 4. Magst du gleich anfangen mit der Geschichte? Ich bin so gespannt. Die ersten drei Geschichten waren jetzt schon so toll. Also, du musst einfach weiterlesen. Ich glaube, unsere jungen Hörer, die sind auch schon ganz neugierig und wollen unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja, dann geht's doch weiter. Kapitel 4 – Wunschzettel. Bevor Tilla am Abend unter die Bettdecke kroch, ging sie zu ihrem Adventskalender und zählte die verschlossenen Türchen. 22, 23, 24. Noch dreimal schlafen, dann war es endlich soweit. Papa hatte ihr den Kalender geschenkt und hinter jedem Türchen versteckte sich ein Stück Schokolade. 21 Türchen waren schon offen. Allein beim Gedanken ans Weihnachtsfest sprudelte es in Tillas Bauch wie eine Brausetablette. Weihnachten, das war für sie das schönste Fest überhaupt. Der geschmückte Baum, die Familie, das leckere Essen und die Geschenke. Ob ihr Wunschzettel beim Weihnachtsmann angekommen war? Sie hatte ihn schon vor Wochen abgeschickt. Sie kuschelte sich in ihr Bett und sprang sofort wieder hinaus. Irgendetwas Lebendiges versteckte sich unter ihrer Decke. Sie starrte auf ihr Bett. Eine Beule huschte hin und her und näherte sich nach einigen Umwegen dem Deckenende. Tilla ging zwei Schritte rückwärts auf die Zimmertür zu. Was um Himmels Willen war das? Sie ließ die Bettdecke nicht aus den Augen, während sie nach der Türklinke griff. Da schob sich etwas unter der Decke hervor. Dann, mit einem Schwups, folgte ein Männchen. Es trug altmodische Stiefel, dazu braune Hose und Jacke, die mit Aufnähern aus Weihnachtsmotiven bestickt waren. Hallo, grüßte er und rappelte sich auf. Ich heiße Dezembikus und ich bin ein Weihnachtswichtel, wie du sehen kannst. Er machte eine ungeschickte Verbeugung. Tillas Mund stand offen. Ein Weihnachtswichtel in ihrem Bett? Sollte sie Mama rufen? Tilla kniff sich in den Unterarm. Nein, sie träumte nicht. Da stand tatsächlich ein Wicht in ihrem Bett. Dezembikus wippte mit den Zehenspitzen. Schließlich räusperte er sich und sagte, du hast es hier gemütlich. Vor allem dein Bett ist sehr bequem. Ich bin wohl eingeschlafen, als du mit deinen Eltern zu Abend gegessen hast. Er machte eine Pause. Tilla starrte ihn weiterhin an. Dezembikus beugte sich nach vorne. Bist du Tilla? Fragte er. Tilla nickte zaghaft. Aha! Tilla Schuster, Wittelsbacher Straße 26 aus Berlin, richtig? Wieder nickte sie. Dezembikus lächelte. Ich weiß, was du dir zu Weihnachten wünschst. Nun wurden Tillas Augen groß wie Untertassen. Woher willst du das wissen? Dezembikus schmunzelte. Ich arbeite in der Poststelle, wenn ich nicht gerade schlafe. Unser Oberwichtel Karlsson mag es nicht, wenn ich schlafe. Aber was soll ich denn tun, frage ich dich. Ich bin immer müde. Naja, wie dem auch sei. In der Poststelle habe ich deinen Wunschzettel gelesen. Tilla traute ihren Ohren nicht. Wirklich? Sie ging auf ihr Bett zu. Du wohnst im Weihnachtsdorf? Mit stolzer Brust antwortete Dezembikus. Genau, wir Postwichtel bearbeiten gewissenhaft jeden Wunschzettel, der bei uns ankommt. Jeden. Das ist Berufsehre. Wie ist es denn so im Weihnachtsdorf, wollte Tilla wissen. Dezembikus bekam leuchtende Augen. Oh, es ist wunderschön. Jeder hat eine Aufgabe. Ich bin Postwichtel. Aber es gibt auch Kochwichtel, Heizwichtel, Bastelwichtel und Verpackwichtel. Außerdem haben wir Tierbeauftragte, ein Weihnachtsmannmanagement, zu dem Oberwichtel Karlsson gehört und seit neuestem auch IT-Spezialisten. Wir müssen mit der Zeit gehen, sagt Karlsson. Tilla setzte sich auf die Bettkante.
Wo ist das Weihnachtsdorf? Am Nordpol. Aber mehr darf ich nicht sagen. Er machte mit der Hand eine Drehbewegung vor seinen geschlossenen Lippen, so als würde er sie abschließen. Eigentlich arbeiten wir im Verborgenen. Mit euch haben wir nur einmal im Jahr Kontakt. Tilla musterte den Wicht und kniff die Augen zusammen. Was steht denn auf meinem Wunschzettel? Dezembigus holte tief Luft, doch bevor er antworten konnte, unterbrach Tilla ihn hastig. Nein, sag's nicht, sonst geht es nicht in Erfüllung. Dezembigus schloss wieder die Lippen und zuckte mit den Schultern. Gut, dann nicht. Ich bin nicht wegen deinem Weihnachtswunsch hier. Also nicht direkt. Es gibt ein Problem mit dem Weihnachtsmann. Vom Flur her näherten sich Schritte und Tillas Blick huschte von dem Wichtel zu ihrer Zimmertür. Sie legte ihren Finger auf die Lippen. Tilla, was ist los bei dir? Ertönte da auch schon Mamas Stimme. Tillas Herz machte einen Sprung. Mama durfte Dezembigus auf keinen Fall zu Gesicht bekommen. Ein Weihnachtswichtel. Ja, ein ganz besonderer. Ein ganz besonderer aus der Poststelle. Toll. Vom Nordpol. Ja. Genau. Und der, ja, Dezembigus versucht, das Weihnachtsfest zu retten. Und dafür braucht er Hilfe. Und ich glaube, Tilla greift ihm sehr gerne unter die Arme bei diesem großen Projekt. Ja, da sind wir mal gespannt, wie es morgen weitergeht. Genau, morgen geht's weiter mit Kapitel 5. Ja, schon der 5. Wahnsinn. Ja, vielen Dank, Sandra. Ich freue mich auf morgen und ich hoffe, ihr euch natürlich auch alle. Morgen geht's weiter und bis dahin wünsche ich euch und natürlich auch dir, Sandra, noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich euch auch. Bis morgen. Bis morgen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.